Kärnten ist in Alarmbereitschaft. Das Bundesland rüstet sich für ein Jahrhunderthochwasser. Tausende Einsatzkräfte arbeiten seit Tagen, um das Schlimmste zu verhindern. Welches Ausmaß die Überflutungen annehmen werden, kann noch niemand sagen. Fest steht, dass die Gemeinden Lavermünd, aber auch Obertrauburg, Sachsenburg, Steinfeld, Lurnfeld und Möllbrücke betroffen sind. Sowohl die Gail als auch die Möll sind bereits an mehreren Stellen über die Ufer getreten. Außerdem fegt derzeit ein Föhnsturm über das Land. Die Böen erreichen zum Teil bis zu 130 km/h, also Orkanstärke. Die Einsatzkräfte ersuchen die Bevölkerung um besondere Vorsicht. Die Wasserpegel steigen von Minute zu Minute. Die Lage wird immer dramatischer. Viele Brücken und Straßen sind inzwischen gesperrt. Etliche Ortschaften haben keinen Strom und einige Täler sind sogar von der Außenwelt abgeschnitten. Auch in Tirol ist die Lage sehr gefährlich. Aufgrund der Straßensperren in den verschiedenen Tälern des Bezirks hat die Stadtgemeinde Lienz für die Nacht auf Dienstag ein kleines Lager mit 15 Notfallbetten eingerichtet. 37 Personen müssen in der Osttiroler Gemeinde Assling wegen drohender Murenabgänge aus ihren Häusern geholt werden. Im Ortsteil Thal wird ein Trinkwasserverbot erlassen. In den betroffenen Gebieten ist von einer Entspannung derzeit keine Rede. Ein Nachlassen des Regens wird erst für Dienstagnachmittag vorhergesagt.